Der Südpol des Mondes soll in den kommenden Jahren genauer erforscht werden. Dazu wird bei EADS Astrium an einem neuen Mondlandefahrzeug gearbeitet. Den Medienvertretern wurde das Modell anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Raumfahrtunternehmens in Bremen am Freitagnachmittag vorgestellt. Der Mond ist zum einen ein Ziel in sich selber. Viele sagen auch, der Mond wäre das Geschichtsbuch der Erde, weil er eben dadurch, dass er keine Atmosphäre hat und keinen Magnetgürtel, vieles von dem aufgenommen hat, was mit Erdgeschichte direkt zu tun hat. Der andere Punkt ist natürlich, dass es für uns eine ideale Plattform ist, um Zukunftstechnologie zu testen. Und die Technologie, die hinter diesem Mondlandesystem steckt, ist die Möglichkeit, sanft und präzise zu landen, und zwar vollautomatisch. Den Auftrag zur Entwicklung eines Mondfahrzeuges erhielt das Unternehmen von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA im letzten Jahr. Ein erster Schritt zur Besiedlung des Mondes durch den Menschen? Da ist meine Kristallkugel wahrscheinlich nicht besser als die von anderen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir in 50 Jahren aufgebrochen sind aus der Erde, sozusagen auch aus dem Umkreis der Erde, wo sich ja derzeit die internationale Raumstation befindet, heraus. Und zwar zu anderen Planeten, und das wäre dann eben der Punkt. Der Mond ist eine Basis, um permanent dort auch als Mensch zu leben. Der zweite Punkt ist natürlich wichtig, der nächste Planet, und das wäre der Mars. Aber ich bin mir sehr sicher, dass um zum Mars zu gehen, man Technologie auf dem Mond erst erproben und testen muss. Die automatische, also unbemannte Landung auf dem Mond könnte schon im kommenden Jahr durch die europäischen Raumfahrtminister genehmigt werden.